Es gibt Neuigkeiten zum Thema Desertec. Zwischen Tunesien und Italien wird gerade ein neues Unterseekabel mit einer Kapazität von 600 Megawatt verlegt. Und damit öffnet Europa seinen Strommarkt für Afrika. Eigentlich sollten schon längst riesige Solarthermie- und PV-Anlagen in Tunesien ans Netz gehen, doch dann kam das Ganze immer wieder ins Stocken. In Marokko schreitet der Ausbau dagegen extrem schnell voran. Und ich habe mir das Ganze jetzt nochmal genauer angeschaut und mit zwei Experten von Desertec gesprochen, was genau geplant ist, warum auf Solarthermie und nicht auf PV gesetzt wird und wann endlich grüner Strom nach Europa fließt, das erfahrt ihr jetzt und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Schon seit gut 20 Jahren wird daran gearbeitet, grünen Strom in der Wüste zu produzieren und nach Europa zu exportieren. Man hat berechnet, dass eine Fläche von gut 250 mal 250 Kilometern ausreichen würde, um den weltweiten Bedarf mit Solarstrom zu decken. Trotzdem sind dann viele Projekte irgendwie im Sande verlaufen. Aber kurz nochmal zur Wiederholung. Also Desertec bzw. die Desertec Foundation ist eine Stiftung, die Solarenergieprojekte in der Wüste fördern will. Es ist also nicht ein Unternehmen, das das alles bauen will, sondern ein Interessenverband, der mit Fachwissen und durch Kontakte zur Forschung, Politik und Wirtschaft den Bau von solchen Anlagen voranbringen will. Wenn ihr noch mehr über die Geschichte von Desertec wissen wollt, dann schaut euch gerne mein letztes Video zu dem Thema an. Das verlinke ich euch auch noch am Ende von diesem Video hier. Das neue Kabel zwischen Tunesien und Italien macht jetzt auf jeden Fall Hoffnung, dass bald grüner Strom nach Europa fließt. Und hier schon mal ein kleiner Cliffhanger, das wird nachher nochmal eine ziemlich verrückte Geschichte. Tatsächlich gibt es für Tunesien ziemlich ambitionierte Pläne. Das Unternehmen Tourno plant den Bau von Solaranlagen mit einer Leistung von 4 Gigawatt, was ungefähr der Leistung von 3 Atomkraftwerken entspricht. Und die wollen auch noch ein weiteres Unterseekabel mit 2 Gigawatt nach Italien verlegen. Das steht ja zumindest alles so schon mal auf deren Website. Diese Pläne, die stehen leider in einem krassen Kontrast zur aktuellen Stromproduktion. Also etwa 97% des Stroms in Tunesien wird momentan mit fossilen Energien produziert. Also hauptsächlich mit Gaskraftwerken und fast die Hälfte des Gases wird dann sogar auch noch aus dem Ausland importiert. Tunesien ist also aktuell noch ein gutes Stück davon entfernt, grünen Strom zu exportieren, geschweige denn selbst zu nutzen. Aber vor allem im Süden des Landes gibt es jetzt sehr gute Voraussetzungen für Solarenergie und deswegen sind gerade einige Projekte in Planung. Dazu gleich mehr, aber erstmal will ich mir ein Land anschauen, wo der Ausbau von Solarenergie ziemlich krass vorangeht und das ist Marokko. Das Thema Stromversorgung ist momentan ja generell sehr aktuell, denn die Energiekrise, Inflation und Co., die zwingen viele Menschen dazu, deutlich mehr auf ihren Stromverbrauch zu achten und insgesamt mehr zu sparen. Und jetzt ist es wahrscheinlich kein Geheimnis, dass wir gerade in Deutschland ganz oft einfach unser Geld auf dem Girokonto parken und halt nicht anlegen. Und damit kommen wir jetzt auch zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Clark. Die helfen euch dabei, euer Geld anzulegen, zum Beispiel durch personalisierte Altersvorsorge. Und der Versicherungsmanager Clark, der hilft euch nicht nur bei langfristigen Anlagen, sondern halt auch eure Versicherung zu optimieren und nicht zu viel für sie auszugeben. Denn auch Versicherungen können eine sinnvolle Investition in eure Zukunft sein. Solltet ihr zum Beispiel psychisch erkranken oder einen Unfall haben und nicht mehr arbeiten können, seid ihr durch die passende Berufsunfähigkeitsversicherung gut abgesichert. Was übrigens eine super wichtige Versicherung ist, die ich auch erst vor kurzem abgeschlossen habe. Eine wichtige Info noch, wenn ihr euch für Clark entscheidet und eine Versicherung abschließt, wird Clark zu eurem Versicherungsmakler. Das ist jetzt nichts Schlechtes, aber ihr geht dadurch natürlich einen Vertrag ein. Lest euch also vorher die Bedingungen nochmal gut durch. Und als Neukunde könnt ihr euch bei Clark Gutscheine im Wert von bis zu 45 Euro sichern. Dafür müsst ihr nur 3 eurer bestehenden Versicherungen eintragen und bei der Registrierung den Gutscheincode LAB45 angeben. Und pro eingetragener Versicherung bekommt ihr dann einen Best Choice Einkaufsgutschein im Wert von 15 Euro und könnt die zum Beispiel bei Readly, Gravis oder dem Nintendo eShop einlösen. Und ihr könnt das Ganze jetzt einfach mit diesem QR-Code hier scannen und dann dahin kommen. Oder wir packen euch alle Infos noch in die Infobox. Also probiert es doch einfach mal aus und lasst euch beraten, um kurz- oder langfristig euch damit abzusichern. Und jetzt zurück zum Video. Eine aktuelle Studie hat Marokko auf Platz 1 der attraktivsten Märkte für regenerative Energien gewählt. Bis 2030 sollen mindestens 64% des Stroms aus regenerativen Quellen stammen. Und selbst das scheint dem König von Marokko noch nicht schnell genug zu gehen. Die haben jetzt noch ein riesiges Projekt gebaut, und zwar das Noor-Kraftwerk in Kouassazate, woran auch die Desertec Foundation mitgewirkt hat. Mit etwa 3000 Hektar war es lange das größte Solarkraftwerk der Welt. Für die Galileo-Fans von euch, 3000 Hektar, das sind etwa 4200 Fußballfelder. Der Kraftwerkpark, der hat jetzt eine Leistung von 580 Megawatt und kann mehr als 1 Million Menschen mit Strom versorgen. Aber neben der Größe ist noch eine andere Sache spannend. Also das Kraftwerk, das nutzt 3 unterschiedliche Techniken, um Solarstrom zu produzieren. Es gibt einen Bereich mit normalen Photovoltaikmodulen und 2 Formen von Solarthermie. Solarthermie hat einen großen Vorteil, und zwar, dass die Stromproduktion regelbar wird, also dass man zum Beispiel auch nachts Strom produzieren kann. PV hat dagegen einen anderen entscheidenden Vorteil.
der auch ziemlich relevant ist, und zwar der Preis. Also ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass Solarthermie in der Wüste günstiger sein wird als Photovoltaik. Aber dann gab es global so eine große Nachfrage nach PV, wodurch die Preise für PV extrem gefallen sind. Eine Kilowattstunde PV-Strom kostet im Bestfall unfassbare 1 Cent. Für Solarthermie in Marokko wurden 7 Cent pro Kilowattstunde als Sensation bezeichnet. Trotzdem ist aber Solarthermie sehr sinnvoll und gerade für Europa essentiell. Warum das so ist, dazu komme ich gleich. Schauen wir uns kurz nochmal vorher an, wie die Solarthermie jetzt genau funktioniert. Also bei der Solarthermie nutzt man Spiegel, um Sonnenlicht zu konzentrieren und in Wärme umzuwandeln. Und mit dieser Wärme wird Dampf produziert, um eine Turbine anzutreiben. Und ein Generator wandelt dann die Bewegungsenergie in elektrischen Strom um, also relativ basic. Das klingt jetzt auch so schön einfach, im Detail ist es dann aber doch ein bisschen komplizierter. Es gibt generell zwei Formen von Solarthermie. Die erste Form ist der lineare Fokus. Da wird einfach mit Spiegeln Licht auf so ein langes Rohr fokussiert. Das sind dann entweder so Parabolspiegel mit jeweils einem Rohr oder viele kleinere Spiegel, die das Licht dann auf so ein Rohr fokussieren. Die zweite Form ist der Punktfokus. Dabei wird Sonnenlicht mit so einer Parabolschüssel oder mit vielen flachen Spiegeln auf einen Punkt fokussiert. Und beim Nordkraftwerk werden jetzt beide Formen genutzt, also der lineare Fokus mit Parabolspiegeln und der Punktfokus mit so einem Solarturm oder wie ich es auch gerne nenne, der Turm von Sauron. Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal mit so einer Lupe Sonnenlicht auf ein Blatt Papier konzentriert und das dann so ein bisschen angekokelt oder wie ich damals mit Philipp ein Handy damit explodieren lassen. Daran kann man ja schon in einem kleinen Maßstab sehen, wie viel Energie eigentlich in so Sonnenstrahlen steckt. Beim Nordkraftwerk hat man jetzt keine Lupe, aber stattdessen 7400 Heliostate, also besondere Spiegel mit einer Gesamtfläche von knapp 200 Fußballfeldern. Und diese Heliostate, die drehen sich am Tag immer mit der Sonne mit und fokussieren das Sonnenlicht auf einen 250 Meter hohen Turm. Und oben am Turm gibt es dann so einen Receiver. Vereinfacht gesagt ist es ein kreisförmiges Röhrensystem, aber da fließt jetzt kein Wasser oder sowas durch, wie man vielleicht denken würde, sondern geschmolzenes Salz. Und dieses flüssige Salz, das kann auf Temperaturen von so 560 Grad erhitzt werden. Also das ist nochmal mehr als 150 Grad heißer als bei so thermischem Öl, das bei vielen von diesen Parabolrinnen genutzt wird. Höhere Arbeitstemperatur bringt hier auch höheren Wirkungsgrad. Das flüssige Salz, das wird aus einem kalten Salztank bei etwa 300 Grad in diesen Receiver gepumpt, läuft er dann durch die Röhren und wird auf über 500 Grad erhitzt. Und von da wird es dann zum heißen Tank geleitet, der die Wärme zwischenspeichert. Und um jetzt Strom zu erzeugen, wird dann das heiße Salz in den Dampferzeuger geleitet, gibt da die Wärme an so einen separaten Wasserkreislauf ab und wird zurück in den kalten Tank geleitet. Und der Wasserdampf, der treibt dann eine Turbine mit 150 Megawatt an und wird dann im Kondensator wieder heruntergekühlt, sodass das kondensierte Wasser wieder in den Dampferzeuger geleitet werden kann. Jetzt gibt es da aber noch ein paar Besonderheiten, auf die man achten muss. Zum Beispiel machen Solarthermiekraftwerke erst ab etwas größeren Nennleistungen Sinn, weil sonst die Dampfturbinen nicht wirtschaftlich betrieben werden können. Und da habe ich so 50 Megawatt als Minimalwert gelesen. Aber das hängt natürlich auch von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Und auch beim flüssigen Salz als Speichermedium muss man dann noch einiges beachten. Darüber haben wir mit Ulrich Huck gesprochen, der an Solarthermieanlagen forscht. Die Problematik darin ist, dass dieses Salz bei plus 230 Grad Celsius einfriert und dann die Anlage Schaden nimmt. Ein Solarthermiekraftwerk mit Flüssigsalz kann also nicht so einfach stillgelegt und wenig später wieder angeworfen werden, denn die Temperatur des Flüssigsalzes, die darf halt nicht so stark sinken. 230 Grad ist natürlich auch immer noch relativ heiß und man hat natürlich keine modulare Bauweise. Also wenn es so ein Problem gibt, fällt das ganze Kraftwerk aus. Aber trotzdem wird natürlich weiter geforscht, um die Sicherheit und Effizienz von so Solarthermie weiter zu optimieren und halt auch andere Speicherformen als flüssiges Salz zu verwenden. Die Alternative ist, einen Feststoffspeicher einzusetzen, der mit Luft bei Umgebungsdruck durchströmt wird. Dann ist das kein Druckbehälter und unwahrscheinlich kostengünstig und wahnsinnig robust. Heiße Luft und so ein Feststoffspeicher sind also erstmal weniger anfällige Speichermedien als flüssiges Salz. Und dieser Ansatz ist sogar auch schon in einem Solarturm in Jülich getestet worden. Der Testaufbau, der hat allerdings auch noch ein paar Schwachstellen, die optimiert werden müssen. Dort gibt es aber einen Nachteil. Der Receiver ist offen zur Umgebung. Das macht den Wirkungsgrad schlecht. Und ein aktueller Forschungsansatz besteht darin, genau diese Konfiguration zu verwenden und einen geschlossenen Receiver zu verwenden. Und dann
kommt man zu einer sehr kostengünstigen, robusten Bauart. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie es mit diesem Forschungsprojekt weitergeht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr über diese Technik wissen wollt. Dann gehe ich da in einem neuen Video nochmal genauer drauf ein. Aber kommen wir jetzt erstmal zu einem ganz entscheidenden Punkt zurück. Und das ist natürlich der Preis. Also wie gesagt, wir waren ja schon bei den 7 Cent pro Kilowattstunde für Solarthermie in Marokko. Eine ziemliche Sensation. In Saudi-Arabien will man dagegen mit PV auf etwa 1 Cent kommen. Deswegen ist natürlich die Frage, warum Desertec überhaupt Solarthermie-Anlagen für sinnvoll hält und nicht nur auf PV setzt, ziemlich angebracht, würde ich mal sagen. Photovoltaik und Solarthermie ergänzen sich. Das sind nicht gegeneinander, sondern miteinander. Die Photovoltaik ist im Tagstrom unschlagbar, aber wenn die Sonne untergeht, ist sie weg. Dass wir unseren Strombedarf nicht mit PV-Anlagen alleine decken können, das liegt irgendwie auf der Hand. Aber wie groß das Problem ist, das sieht man an der sogenannten Duck Curve. Die zeigt den Strombedarf je nach Tageszeit. Kurve, die heißt so, weil sie so ein bisschen wie so eine Ente aussieht. Und wie schon gesagt, sieht man da direkt, dass sich die Kurve von unserem Strombedarf nicht mit der Kurve von so PV-Strom deckt. Denn wir brauchen ja auch nachts Strom und da flacht die PV-Kurve komplett ab. Diese Duck Curve, die zeigt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Je mehr PV-Produktion ins Netz eingespeist wird, desto steiler wird die Kurve am Hals der Ente. Und das heißt, umso größer wird auch der Kontrast zwischen hoher Produktion über Tag und noch extrem hohem Strombedarf in der Nacht. Die Duck Curve, die wurde als erstes für Kalifornien entwickelt und das Prinzip, das kann man eigentlich auf alle anderen Orte übertragen. Man sieht also sehr klar, dass wir zusätzlich zu Photovoltaik riesige Stromspeicher brauchen, um den gesamten Bedarf mit erneuerbaren Energien abzudecken. Und große Batteriespeicher zu bauen, ist im Moment zum Beispiel leider auch relativ unrealistisch. Allein schon, weil Lithium sehr, sehr teuer geworden ist und wir brauchen auch für die Mobilitätswende und vor allem für E-Autos große Mengen davon. Und andere Speicher, die sind jetzt auch nicht so leicht zu bauen. Solarthermie hat dagegen schon so ein Speichersystem integriert und kann mit der gesammelten Wärmeenergie dann die Stromversorgung übernehmen, wenn die PV-Produktion abends und halt auch nachts nicht mehr aktiv ist. Die Wärmespeicherung in so Flüssigsalztanks ist laut dem DLR etwa 80-90% günstiger als Strom in Batterien zu speichern. Natürlich gibt es bei der Umwandlung von Wärme zu Strom wieder Verluste, aber insgesamt ist Solarthermie eine extrem gute Ergänzung zu PV, weil sie halt regelbar Strom liefert und nicht massenweise Stromspeicher gebaut werden müssen. Daher relativiert sich der Preisvorteil von PV, sobald man das Speicherproblem mit einberechnet. Aber auch für den Export ist die Regelbarkeit des Stroms natürlich ein extrem wichtiger Faktor. Und deswegen gehen einige Quellen davon aus, dass der Import von regelbarem Solarstrom und damit Solarthermie eine wichtige Rolle für die Klimaneutralität von Europa bzw. von Deutschland spielen wird. Aber kommen wir jetzt nochmal zu den aktuellen Projekten und zu der Frage, wann endlich grüner Strom von Afrika nach Europa fließt. Und dazu habe ich mit Timo Bracht von der Desertec Foundation gesprochen. Die Desertec Foundation geht davon aus, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren der Stromexport aus den nordafrikanischen Ländern, insbesondere Tunesien und Marokko, so richtig losgehen wird. Es gibt bisher leider nur eine einzige Verbindung zwischen Marokko und Spanien, die in beide Richtungen genutzt wird. 2025, spätestens 2026, wird dann eine Stromleitung zwischen Tunesien und Sizilien fertiggestellt. Wir sind als Stiftung vor Ort mit mehreren vielversprechenden Projekten im Austausch. Und die tunesische Regierung ist sehr motiviert, Strom zu exportieren, weshalb die Genehmigungsverfahren stark verkürzt sind. Das heißt also, spätestens 2026 ist die Stromleitung von Tunesien nach Italien fertig und es sind einige Solarprojekte in Planung. In Marokko soll zum Beispiel schon 2024 ein weiterer riesiger Kraftwerkskomplex namens Nor Midel mit 800 Megawatt ans Netz gehen und es sind weitere Kabel nach Spanien und eins nach Portugal geplant. Das klingt alles sehr vielversprechend, aber auch hier habe ich mir ein paar Punkte nochmal kritisch angeschaut und deswegen komme ich an der Stelle zu meinem nicht ganz so großen Aber. Dass Marokko und Tunesien Strom exportieren, das bedeutet halt nicht, dass die selbst schon komplett grünen Strom haben. Wie gesagt, in Tunesien stammt 97% des Stroms aus fossilen Energien, also hauptsächlich aus Gas. Aktuell ist das Ziel 2030 etwa 30% des Stroms aus regenerativen Energien zu gewinnen. In Marokko soll bis 2030 immerhin mindestens 64% des Stroms aus regenerativen Quellen stammen. Aber was halt auch ganz interessant ist, erstmal soll wohl gar nicht der Strom von Marokko nach Portugal fließen, sondern eher umgekehrt. Ganz langfristig ist halt schon das Ziel, dass man die viele Sonne dort nutzt, um den Strom nach Europa zu bringen. Aber erstmal halt nicht. Und das ist schon ein bisschen paradox. Aber eigentlich macht es ja auch total Sinn, dass die dort erstmal den grünen Strom vor Ort nutzen und dann langfristig die viele Sonne, die dort halt vorhanden ist, den Strom vielleicht für Europa liefern kann. Weil am Ende des Tages macht es halt wenig Sinn, dass wir das den weiten Weg transportieren und wir dafür dann irgendwelche Gaskraftwerke oder sowas abschalten und die dafür Gaskraftwerke vielleicht sogar neu bauen. Was haltet ihr denn davon, dass wir unsere Stromproduktion dahin auslagern? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und hier
findet ihr mein erstes Video zum Thema, wo ich euch auch nochmal etwas über die Entstehung von DESERTEC erzähle. Und hier ist ein Video zu den Festkörper-Wärmespeichern, die ja auch ein Ansatz für die Energiespeicherung sind. Ich sage bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jakob.